Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute ist Samstag, also ist heute wieder Hörspieltag, also Kakerlaken-Party-Tag. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamte Zusammenfassung aus der vergangenen Woche. Nur eben ohne meine Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen, vielen, vielen Telefonschnipseln aus der vergangenen Woche. Wunderschönen guten Tag hier in der Schinkenfabrik. Was möchten Sie denn für Butterblümchen kaufen? Von wo bitte? Schinkenfabrik. Schinkenfabrik? Ja, ich bin Frau Becker wieder am Apparat. Frau Becker mit dem Dödel in der Hose. Okay. Also sind Sie sozusagen ein Transgender? Ich hab nichts gegen Transgender. Die kann man streicheln. Ja, darf ich noch fragen, sind Sie ein YouTuber, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wie ist die Channel? Was? Wie heißt die Channel? Ach so, da heißt Sohn einer Freudenhausangestellten. Wie bitte? Sohn einer Freudenhausangestellten. Nein, aber jetzt ehrlich. Ja. Wie heißt die Channel? Na, Sohn einer Freudenhausangestellten. Okay, dann tschüss. Ja, winke, winke. So, einer Freudenhausangestellten. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Hübschrauber. Mhm. Was denn? Möchtest du ein Schinken kaufen? Guten Tag. Ja. Können Sie mich hören? Nee. Hallo? Ja. Können Sie mich hören? Ja. Nee, leider kann ich Sie nicht hören. Oh. Ja. Dann tschüss, tschüss. Ade. Ja. Bitteschön. Herr Steinfeger? Hm? Die Dame Müller ist im Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Ja, schnuckelig. Freut mich sehr. Herr Steinfeger, ich rufe Sie wegen der Rückfragen auf die Finanzinformationen. Können Sie sich erinnern? Hm, ich hatte keine Rückfrage. Eigentlich in meinem System steht das so, Sie haben noch Interesse über Onlinehandel gezeigt. Deshalb kriegen Sie heute unseren Anruf. Aha. Mhm. Steinfeger. Ja. Ja, Sie wissen ja schon, was Onlinehandel ist, oder? Nee. Über Krypto, Forex, Aktien und so weiter. Aha. Interessant. Also haben Sie Erfahrung bis jetzt gehabt oder noch nicht? Nee. Nein, Sie haben nie investiert, Herr Steinfeger? Ja. Oh je. Okay, ich hoffe, Sie sind momentan zu Hause. Ja. Okay, sehr schön. Und wie viele Minuten haben Sie für mich? Anderthalb. Mein lieber Herr, wir arbeiten mit einer sehr bekannten Plattform. Okay. Tut mir leid. Wir arbeiten mit einer sehr bekannten Plattform. Okay, die Plattform hat insgesamt 4 Lizenzen und ist im BaFin registriert. Aber ich möchte Ihnen nur Fakten zeigen, natürlich. Okay. Ich möchte Ihnen die Plattform präsentieren, aber was benutzen Sie mit Internet? Ein Computer oder Laptop? Da habe ich eine Flöte. Wie? Eine Flöte. Machen Sie Spaß gerade mit mir? Nein. Ich schaue mit dem Herr Lutz Voldemort. Ja, Herr Voldemort. Also, Markus Kalk und ich habe Ihnen angerufen wegen Ihrem Handelskonto. Aha, was denn für ein Handelskonto? Über Bitcoin. Aha, okay. Was ist damit? Haben Sie Zeit oder nicht? Ja, bin zu Hause. Was ist damit? Wie bitte? Ja, was ist denn damit? Ich möchte Ihnen informieren über Ihrem Kapital und über Ihrem Handelskonto, deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ach so. Ja, und? Also, sind Sie zu Hause oder unterwegs? Die Frage hatten wir doch gerade schon. Wie bitte? Die Frage hatte ich Ihnen doch gerade schon beantwortet. Was möchten Sie denn? Wir müssen die Auszahlung starten. Achso, na ja, dann starten Sie die Auszahlung. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, ja. Hm? Okay, wir müssen die Auszahlung starten. Warum? Schönen guten Tag, Herr Rodrigo Rommel, Frau Schwarz, Bitmund 24. Mhm. Sie haben bei uns Interesse an Währungen gezeigt. Besteht Ihr Interesse noch? Nee. Kein Interesse. Mhm.
Okay, alles gut. Ich danke Ihnen. Alles klar. Danke, wiederhören. Jo. Ja, hallo, guten Tag. Jo. Grüß mit Knusprig. Knusprig, ja. Wie bitte? Ja, Knusprig. Genau. Jo. Ja. Wie kann ich denn behilflich sein? Sie haben sich bei uns registriert, richtig? Ja, wo denn? Bei dem Online-Handel, also mit den Bitcoin-Aktien zu probieren. Da hab ich mal irgendwann was gemacht, wann war das? Schon eine Weile her. Das war vor 20 Tagen. So, das kann sein, ja. Ja. Was möchten Sie denn da? Einen schönen guten Tag, Mia Galli am Telefon, spreche ich mit Herr Hartmut. Das ist mein Vorname, ja. Okay, ich habe Ihnen jetzt angerufen, weil sind Sie heute ausgewählt bei uns und ich möchte mit Ihnen ein paar Informationen zu teilen. Ja. Wenn darf ich frage, haben Sie ein bisschen gehört über die Online-Trading? Nee, was ist denn das? Wie bitte? Nee, was ist denn das? Kann ich nicht gut hören. Nee, müssen lauter stellen. Okay, so. Momentan haben Sie keine Zeit? Doch. Haben Sie Zeit? Ja. Okay, ich wollte mit Ihnen ein paar Informationen zu teilen, was ist passiert heute in der ganz globalen Börse. Oh, was Momentan ist denn da passiert? Momentan sind Sie bei der Arbeit oder sind Sie zu Hause? Nö, ich bin zu Hause. Hallo? Hallo, schönen Tag am Apparat. Herr Wilma König telefoniert mit Herrn Schwamm. Herr Schwamm, ja. Schwamm, Steinfeger. Ja. Okay. Herr Steinfeger, es geht um Ihre Anmeldung. Sie haben sich vor ein paar Tagen registriert, um ein Handelskonto zu aktivieren. Ist das richtig? Nee. Mit Ihrer E-Mail-Adresse, mit Ihrer Telefonnummer und Ihren Namen haben Sie eingegeben. steinfeger@gmail.com. Nee, das ist nicht meine Adresse. Schafensteinfeger@gmail.com. Nee, das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Das kann nicht sein. Wenn Sie Ihre Daten eingegeben haben, warum sagen Sie, das ist nicht meine E-Mail-Adresse, Herr Steinfeger? Nur weil die nicht stimmt. Ist ja nicht meine E-Mail-Adresse. Aber das ist Ihr Name, das ist Ihre Telefonnummer. Sie haben die Daten allein eingegeben. Nee. Wenn Sie das nicht gemacht haben, Herr Steinfeger, wer hat das dann gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich nicht. Und die E-Mail-Adresse stimmt ja auch nicht. Okay, es geht um Ihre Anmeldung bei Bitcoin. Haben Sie Interesse daran oder nicht? Nee. Dann schönen Tag. Aha, okay. Hi, sind Sie aber bereit zu haben, Mr. Jahr? Mein Name ist Lampi von der Firma X-Arbor. Ich verstehe Sie nicht, wie geht es Ihnen? Ich habe gar nichts verstanden. Also, mein Name ist Peter Lampi. Ich melde mich für die Firma X-Arbor. Das ist Peter Lampi, also der von RTL da, deiner Jury da bei RCTV. Nein, nicht für der RTL. Nee, ich melde mich für die Firma X-Arbor. Das ist eine Trading-Investment-Firma. Ach so. Ja. Ich hoffe, ich stelle Sie nicht. Wie geht es Ihnen? Ja? Ja. Geht Ihnen gut? Mhm. Das freut mich auch sehr. Haben Sie schon mal gehört über Online-Investment? Nö. Ist denn das? Das ist, Online-Investment sind Investitionen in Form elektronisch. Das bedeutet, dass wir da früher Wertpapiere gekauft und verkauft haben, okay? In heutigen Zutaten, das können Sie das durch Ihren PC machen, okay? Das sind Online-Trading-Plattformen oder Investment-Unternehmen, die sich ihren Aktien oder ihren Kapital anlegen können und für die Investitionen kümmern. Ah. Ja? Mhm. Richtig. Haben Sie schon mal gehört über Bitcoin? Nee. Nein, wissen Sie nicht, was Bitcoin ist? Nee, was ist das? Bitcoin ist eine elektronische Währung, okay? Zum Beispiel, wenn Sie möchten etwas bestellen, da kann man mit dem Bitcoin etwas bestellen. Okay, haben Sie bei der Amazon bestellt? Aber ich bestelle sonst immer bei Amazon, nicht mit Bitcoin. Ja, bei der Amazon. Da kann man auch mit den Kryptowährungen etwas bestellen. Das sind die neue Regeln für den Jeff Bezos. Haben Sie das nicht gesehen? Aha, und seit wann geht das? Wann war die letzte Bestellung, wenn ich fragen darf? Gestern. Gestern? Was haben Sie das bestellt für den Hoster oder was? Was ich gestern bestellt habe? Ja, würde ich fragen darf. Nö, ein Dildo. Okay.
Haben Sie das bestellt für Oster? Haben wir Oster diese Woche? Nee, den Dildo, den schiebe ich mir doch nicht zu Ostern rein. Nein. Den schiebe ich mir rein, wenn der kommt. Haben Sie nicht etwas anderes bestellt, hab ich gesagt. Was? Haben Sie nicht etwas anderes bestellt, ja, vielleicht? Gleitgel noch dazu. Okay. Okay, alles klar. Gut, bedanke mich mit meinem Lieber. Alles wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Aha. Okay? Ja, ich denke mal, also Erfolg brauche ich auf jeden Fall. Der hat 45 Zentimeter. Alles gut, ciao, ciao. Hallo? 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 Ja? Schönen guten Tag, Herr Steinfanger, Theodora mein Name und ich grüße Sie. Wie geht es denn heute? Alles gut bei Ihnen? Ja, ich habe ein bisschen Verstopfung, aber sonst geht. Wie bitte? Ich habe ein bisschen Verstopfung, aber sonst geht. Wenn ich da frage, wie alt sind Sie? Über 18? Ja. Weil Ihre Stimme klingt sehr jung. Ja? Dankeschön. Und, bitteschön. Also, ich rufe Sie an von einer Lageberatungsfirma und ich möchte gern mit Ihnen heute ein paar wichtige Informationen zu teilen. So, wir möchten helfen, die Leute, das haben keine Erfahrung mit Finanzmarkt oder die Leute, das haben eine schlechte Erfahrung mit Finanzmarkt. Sind Sie bekannt mit Finanzmarkt oder haben Sie Erfahrung mit Finanzmarkt? Wer ist denn Finanzmarkt? Ja. Finanzmarkt bedeutet eine Investition früher gemacht mit Krypto, mit Aktien, mit Forex, mit Bitcoin, dass sie haben Geld verloren oder Geld verdienen? Nix von beidem. Sie haben das nie gemacht? Noch gar nicht. Okay, wenn ich das frage Ihnen, wie alt sind Sie da? Sie haben keine Erfahrung? 29. Nochmal? 29. 29? Ja. Okay, und was sind Sie vom Beruf? Was arbeiten Sie? Was ich beruflich mache? Ja. Da bin ich Sexspielzeugtester. Wie bitte? Sexspielzeugtester. Textbilder? Nein. Was bedeutet das genau? Weil ich komme aus Rumänien und ich bin schon in Deutschland 3 Jahre mit Ausbildung. Was bedeutet das? Ja, ich schieb mir Bilder so nach und gucke, ob die funktionieren. Hallo? 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 Herr Schiffiger? Ja. Ja? Nochmals, Nina Breite am Apparat, ist alles bei Ihnen in Ordnung? Ja, wieso? Vielleicht haben Sie umgedacht? Ich weiß Sie nicht. Sie haben sich zweimal bei uns angemeldet. Erzählen Sie bitte, wie konnte das überhaupt passieren? Weiß ich nicht. Zweimal? Keine Ahnung. Für Sicherheit? Keine Ahnung. Ja, okay, Herr Steinfeger, sagen Sie bitte, haben Sie vor, heute in die Bank zu gehen? Nee. Und diese Überweisung zu tätigen? Okay, dann wann haben Sie vor, das zu machen? Ja, weiß ich noch nicht, wenn ich mal wieder zur Bank muss. Bitte nochmal? Ja, weiß ich nicht, mal gucken, wann ich wieder zur Bank muss. Okay, habe verstanden. Und sagen Sie bitte, welche Bank haben Sie? Konto bei welcher Bank? Hagebaumarkt. Bitte? Hagebaumarkt. Ich habe nicht verstanden nochmal. Hagebaumarkt. Ich habe über die solche Bank nie gehört. Könnt ihr sie bitte bestabieren? Na, H-A-G und dann B-Aumarkt. Ich habe verstanden. Einen Moment bitte. Bleiben Sie bitte kurz dran. Dort arbeiten Sie, oder? Nee, ich arbeite ja nicht. Überhaupt. Okay, ich habe verstanden. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und ich werde Sie ein bisschen später anrufen, um diese Daten für Sie sofort zu bereiten, okay? Aber Sie sind doch jetzt am Telefon. Okay, dann bis später. Tschüss. Tag. Guten Tag. Ja. Das ist Herr Stanger. Ja. Ich heiße Oliver und ich bin von Firma E-Trade. Haben Sie mit meiner Kollegin gesprochen? Weiß ich nicht. Nina Price. Ja, vor 2 Tagen.
Hallo? Ja, was denn? Wir helfen unseren Kunden zusätzliches Einkommen bekommen. Und ich telefoniere zu Ihnen, weil ich möchte Ihnen Ihre Konto aktivieren bitten. Hallo? Ja, was denn? Nochmal bitte. Ja, was denn? Was denn? Ja. Und dann Sie, denn Sie können zusätzliches Einkommen bekommen mit uns. Schön. Haben Sie auf E-Trade Registration geblieben? Und auf dieser Plattform, Sie können auf Barware oder Kryptoware oder aktive Geld stehen. Und bekommen auf diese Manipulation ja Geld. Manipulation? Hören. Was manipuliert man denn da? Ich? Ja, sagen Sie bitte nochmal. Ja, was manipuliert man denn da? Ihnen ist interessant dieser Thema, oder nein? Antworten Sie eigentlich Ihre Fragen, oder können Sie das nicht so gut? Nö, ich bin von fremdem Land und ich nicht alles, ja, verstehe. Aber warum rufen Sie denn an? Welches Land? Nee, warum? Wenn Sie nicht alles verstehen, macht da ja keinen Sinn, dass Sie anrufen. Weil ich habe B1 Niveau und ich kann auf dieser Arbeit arbeiten, ja. Weil haben Sie welche Frage, ich kann antworten auf diese Frage und... Naja, haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie das nicht können. Sagen Sie bitte nochmal. Ja, Sie haben doch gerade selber gesagt, dass Sie nicht antworten können auf Fragen, weil Sie das nicht können wegen der Sprache. Ja, und ich möchte Ihnen sagen, kleine Information noch geben, weil Sie können auf unserer Plattform arbeiten mit Roboter und mit Fachmann. Soll ich mal einen Witz erzählen? Was? Soll ich mal einen Witz erzählen? Meine Ziel? Kommt ein Fisch zum Bäcker. Was sagen Sie? Ja, kommt ein Fisch zum Bäcker. Das war der Witz. Weil ein Fisch kann ja auch nicht lösen. Ich kann Ihnen meine Kollegen geben und Sie können mit meiner Kollegin sprechen. Ja. Möchten Sie mit meiner Kollegin sprechen? Ja. Eine Minute. Hallo, Herr Steinfeger? Oh, Sie sind jetzt der Kollege. Erinnern Sie sich an mich? Nee. Nee, Sie haben mich vergessen. So traurig. Ja. Erzählen Sie mir bitte ein bisschen. Ja, ich habe gerade schon den Typen den Witz erzählt, aber der hat den coolen Witz nicht verstanden. Ich wiederhole mal den Witz nochmal. Kommt ein Fisch zum Bäcker. Bitte? Kommt ein Fisch zum Bäcker. Okay, das habe ich hier, das ist verstanden. Bleiben Sie bitte kurz dran. Ja. Ah? Oh. Hallo? Hallo? Wie kann ich behilflich sein? Ja, hallo? Ja, hallo, grüße Sie. Brigitte Döber am Apparat vom Top-Trade Unternehmen. Ach, wen möchten Sie sprechen? Also hier habe ich Karl Schaukelpimmel. Ja, Schaukelpimmel ist mein Name, ja? Genau, mein Name ist Brigitte Döber. Ich melde mich von Top-Trade Unternehmen, ist eine Online-Handelsplattform, Online-Trading. Also wir handeln mit Forex, Bitcoins, Kryptowährungen und ganz viele andere Methoden. Guten Grund des Anrufes, Sie haben Interesse bei uns gezeigt und seit Sie Interesse gezeigt haben, für Sie ist ein Bonus reserviert auf Ihren Namen. Deshalb bin ich auch ein Hörer, Schaukelpimmel. Wissen Sie jetzt genau, was es hier genau geht? Ne, wie heißt denn die Firma? Top Trade 500. Aha, ne, sagt mir nichts, kenne ich nicht. Okay, also von Bitcoin, Sie haben schon mal gehört, oder?
Ja, das sind doch die mit dieses Entenfutter, ne? Wie bitte? Das ist doch das Entenfutter, ne? Nein, also wir sind ein Brokerhaus, ein Finanzunternehmer. Entschuldigung, aber Sie hatten doch gesagt, hier wegen dem Bitcoin, das ist doch Entenfutter. Also wir handeln mit verschiedenen Handelsinstrumenten, so wie Kryptowährungen, Bitcoins, Rohstoffe, Gold, Öl, Silber und so weiter. Also da kenne ich mich nicht aus. Genau, also Sie haben überhaupt gar keine Erfahrungen in diesem Bereich? Nee. Okay, jetzt ist die richtige Zeitpunkt, dass Sie mit uns Erfahrung sammeln können. Und zwar, dass wir momentan eine Promotion am Laufen haben und neue Kundenakquise gestartet haben. Wir haben vorbereitet für unsere Neukunden 100%igen Bonus. Damit Sie die Möglichkeit haben, uns nur mit dem Bonus auszutesten, 4 Wochen lang. Dazu bekommen Sie kostenlose Broker, kostenlose Schulung und Sie werden auch monatlich 20-30% Rendite erwirtschaften. Folgen Sie mir bis hier, Schaukel Pimmel. Welchen Vornamen wollen Sie sprechen? Bitte? Welchen Vornamen Sie haben wollen, also... Ich habe euch Ihnen gerade gesagt. Ich habe nur Herr Schaukelpimmel verstanden, das bin ich schon, aber vielleicht wollen Sie ja wen anders. Karl. Was? Hier habe ich Karl. Ach, dann meinen Sie meinen Sohn, weil ich verstehe nämlich überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Ich hole mal meinen Sohn ans Telefon, ja? Okay. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Steinsteiger, Bruno Petrov am Telefon. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Ich rufe Sie an von finanzen100.de und ich möchte mit Ihnen nur die Gelegenheit über Finanzmarkt teilen. Aha, was denn? Und das Signal, das wir Ihnen heute präsentieren wollen, ist auf Palladium. Und ich bin mir sicher, Sie haben mindestens etwas darüber gehört, oder? Nö. Palladium gehört zur Familie der Edelmetall. Und ist das teuerste davon. Edelmetall sind spezifische Metall, die entweder alles Investitionen benutzen werden können, zum Gold und so zum Beispiel. Hallo? Aha. Haben Sie schon Erfahrung mit Online-Handel, Herr Steinfeger? Nee. Sie haben nie gemacht? Nee. Haben Sie früher eine Investition gemacht? Nee. Online-Handel? Nee. Und sagen Sie mir, wieso haben Sie bis keine Erfahrung gemacht? Haben Sie keine guten Informationen oder Sie haben noch nicht die richtige Firma gefunden? Ja, haben ja nur Betrüger angerufen. Wie bitte? Ich sage, haben ja nur Betrüger angerufen. Dieser Anruf, den Sie bekommen, ist von einer lizenzierten und regulierten Firma. Und deswegen lassen Sie mich besser informieren. Aha. Erstens, verstehen Sie mir nicht falsch. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie mit uns arbeiten sollen. Ich sage erstmal, kommen Sie und schauen Sie, wer wir sind, was wir machen, was wir anbieten, unser Geschäftsplan, Idee und Strategie. Und dann am Ende ist ganz Ihre Entscheidung, ob es gefällt Ihnen unsere Arbeit. Aha. Okay, Herr Steinfeger. Mhm. Arbeiten Sie schon? Was für ein Ding? Oder was sind Sie von Beruf? Sag ich Ihnen doch nicht. Wie bitte? Ja, das sage ich Ihnen doch nicht. Arbeiten Sie oder nicht? Weil ich höre ein bisschen schlecht. So, mag ich. Hallo, guten Tag, Herr Steinsteiger. Ja, was denn? Isabella Böck, mein Name, ich grüße Sie. Aha. Also ich rufe Sie an von einer Lageberatungsfirma, die mit dem Finanzamt arbeitet, um Leute zu helfen, die sich im Finanzmarkt die Finger verbrannt haben. Ich verstehe, dass das für mich für Sie ein unangenehmes Thema ist, aber ich hoffe, Ihnen helfen zu können mit meiner Einsicht und die Informationen, die ich mit Ihnen teilen will. Warum sollte das für mich unangenehm sein? Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, was denn? Ja, sprich mit Philipp. Philipp vom Telefon, ja. Hallo, Philipp. Wie geht's denn? Alles gut bei Ihnen? Was soll die Frage? Ich kenne Sie ja gar nicht. Also, Philipp
Tipps. Sie sind doch der Herr Lindlips, oder nicht? Ja. Okay, Sie haben sich bei uns registriert, ja? Weiß ich nicht, bei wem denn? Sie haben mir noch nicht gesagt, wo. Ich melde mich von Bitcoin-System. Und wie ist Ihr Name? Kleinen Moment, ich werde jetzt mit meinem Manager verbinden. Kleinen Moment. Der wird Sie weiterhelfen. Kleinen Moment. Ich brauche doch gar keine Hilfe. Halt, du Fichter, willst du wieder die Agenten verarschen? Haben Sie irgendwie eine Marke? Ja, du bist ein fixer YouTuber. Was für ein Ding? Verpiss dich. Sind Sie doof? Tschüss. Haben Sie irgendein Problem? Verpiss dich. Funktioniert bei Ihnen irgendwas nicht? Ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem, aber Sie haben ein Problem. Nee. Im Hintergrund ist meine Stimme, ich höre. Du bist ein YouTuber, du Hurensohn. Aha. Du Hitlersohn. Aha, okay. Verpiss dich einfach. Haben Sie irgendwelche Beschwerden oder Probleme oder so? Weil irgendwas scheint ja bei Ihnen im Sie Kopf nicht Probleme. Ganz zu funktionieren. Sie haben Probleme, verpiss dich, du Hitlersohn. Du bist ja. Ein Hitlersohn. Ja? Du Hurensohn, verpiss dich, Alter. Aha, okay. Dann hören wir. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Ihr Liebst? Ja. Wunderbar, mein Name ist Marius Prokop. Wie geht es Ihnen? Entzückend. Ja, hallo? Ja, hallo? Wunderbar. Lili mein Name ist Marius Prokop. Ja. Mein Name ist Lili Lips. Ich habe mich jetzt auf unsere Webseite angemeldet, auf der Materie zum Coach. Stimmt das? Ja. Wunderbar. Sag mir, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nein. Haben Sie keine Erfahrung, ja? Nein. Wunderbar. Warum? Frage, wozu suchen Sie Geld? Warum ist das wunderbar? Sie haben keine Erfahrung, ich werde Sie jetzt alles erklären, ich weiß, dass ein Finanzmarkt und wie können Sie überhaupt in diesem Bereich Geld verdienen? Und warum ist das wunderbar? Das ist nur eine Aussage, wunderbar. Ach so. Wir können einfach weitergehen in unser Gespräch zu tätigen, damit Sie mal besser verstehen können, wie können Sie in diesem Bereich Geld verdienen? Ja. Wunderbar, sagen Sie bitte, haben Sie überhaupt welches finanzielle Ziele und zweitens, wozu brauchen Sie das Geld? Wozu ich das Geld brauche? No? Ich wollte mir einen neuen Dildo kaufen. Was wollen Sie, einen Dildo kaufen? Ja, einen neuen Dildo. Okay, wie viel Geld brauchen Sie dazu? 50 Euro. 50 Euro? Ja. Mhm. Und haben Sie vielleicht welches finanzielle Ziel? Überhaupt, weiß nicht, Ziele, welche wollen Sie überhaupt mit diesem Bereich erledigen? Wenn Sie weiter mindestens 5.000 Euro pro Monat verdienen, ach, so dann viel. Sie werden Sie dieses Geld einfach ausgeben. Okay. Nun. Ja. Sagen Sie, wenn Sie weiter 5.000 Euro pro Monat verdienen, wofür werden Sie dieses Geld einfach ausgeben? Ja, dann kaufe ich mir doch mehr Dildos. Mhm, wunderbar. Also sagen wir, wissen Sie das um Finanzmarkt oder haben Sie überhaupt keine Ahnung vom Finanzmarkt? Nee, da habe ich keine Ahnung. Okay, Finanzmarkt, ich werde Sie jetzt ganz vorstellen, was ein Finanzmarkt ist, wie können Sie da Geld verdienen, ja? Ja. Also Finanzmarkt ist eine Marke, wo können Sie Geld verdienen, bei welcher Weise? Zum Beispiel, Sie werden etwas billiger kaufen und teurer verkaufen. Das heißt, Sie werden immer mit dem Preisunterschied arbeiten, um Geld zu verdienen. Okay. Wunderbar. Und sag mal, was machen Sie jetzt parallel? Ich hab die Waschmaschine eingeschaltet. Mhm, okay. Sag mal, wo arbeiten Sie? Welchen Bereich arbeiten Sie? Wo ich arbeite? No. Susis Swinger Club. Wo? Nochmal bitte wo? Susis Swinger Club. Mhm, ich werde Sie ein bisschen stehen. Ja. Können Sie jetzt mit dieser Arbeit jetzt überhaupt stoppen, damit ich überhaupt Sie ganz gut hören kann? Ja, ich bin doch gar nicht auf Arbeit. Ich habe die Wäsche gemacht. Sag, bei uns gibt es drei Möglichkeiten, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Mit 1000 Euro, 400 Euro und 250 Euro. Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Kleiner Moment, ich muss mir kurz einen frischen Schlüpfer anziehen. So, der Schlüppi sitzt. Sophie, war Ihre Frage? Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Bei uns gibt es drei Möglichkeiten. Mit 1000 Euro, 500 Euro und 250 Euro. Dann nehme ich 25 Euro. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Herr Lips? Ja, Lili Lips hier.
Ja, Emilia Hart ist am Apparat. Ich rufe Sie von Money Analyse bei X-Ray Straight. Wie geht es Ihnen? Ganz schnuckelig. Wie bitte? Ganz schnuckelig. Super. Eine Sekunde bitte. Ja. Hallo? Guten Tag, hier ist Lilly Lips. Herr Lilly Lips, ich bin Ihre Kontobetreuerin. Emilia Hart ist am Apparat, ja? Guten Tag. Okay, also meine Frage ist, haben Sie schon eine Erfahrung mit Onlinehandel? Oder erste Mal für Sie? Nein. Okay. Das ist kein Problem. Also, Herr Lilly Lips, wie würden Ihr Konto aktivieren? Entweder mit Visa-Karte oder Mastercard-Karte? Ja. Also, welche Methode wählen Sie? Was denn? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Was hat man denn davon? Also, Herr Lilly Lips. Hallo? 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 Ja? Warum haben Sie die dritte Konto geöffnet? Was meinen Sie? Oh, ich kann das auf meinem System sehen. Sie haben die dritte Konto ausgewählt, dritte Konto registriert. Warum? Was meinen Sie denn? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ah, okay, ich verstehe schon. Einen Moment. Ich nicht. Hast du Grippe? Was? Haben Sie Grippe? Nein. Ah, oh, Ihre Nase läuft? Nein. Ja, nee. Also Sie sprechen wie ein Grippe. Sind Sie arbeitslos? Nein. Ah, oh, das ist sehr interessant. Ich denke, dass Sie sind arbeitslos. Nein. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Was möchten Sie denn? Rufen Sie vom Arbeitsamt an. Ja. Also, das wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, für was? Dass Sie rufen doch bei mir an und sagen ja nicht, was Sie möchten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Also ich denke, dass Sie sind eine Grippe. Sie haben Grippe. Nee. Ja. Nein. Ihre Nase ist verstopft. Nein. Ja. Oder... Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, also Sie sind neu auf meiner Liste und wir sind ein Online-Handelsplattform. Ja. Stimmt, da hat ein Mann angerufen, aber der hat dann einfach aufgelegt und hat nicht weitergemacht. Weil Sie haben die dritte Konto registriert, ja? Weil die Leute immer einfach auflegen. Also Lilylips 1, Lilylips 2, Lilylips 3. Dafür kann ich ja nichts. Ich habe mich neu angemeldet, weil die einfach auflegen. Also Sie sind neu. Ich kann das sehen. Ja. Ja? Was möchten Sie genau? Was wünschen Sie davon? Was wünschen Sie von dieser Plattform? Na, ich wollte gerne einzahlen, aber mir sagt keiner wie. Wie? Ja. Wie würden Sie Ihre Konto aktivieren? Wie meinen Sie das? Entweder mit Visa-Card oder mit Mastercard. Ach so. Ja, da nehme ich eine Visa-Karte. Okay, ich verstehe schon. Ich habe Ihnen einen Link geschickt. Können Sie das klicken? Wo haben Sie den denn geschickt? Ich habe an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. Aber eine E-Mail-Adresse? Da gucke ich gerne mal rein. Ich mache mir das mal auf, einen Moment. Gucken Sie sofort. Ja, ich guck da gerade rein. Moment. Von wem ist denn die E-Mail? Also, Sie werden das mir sehen. Also, was sehen Sie gerade auf der E-Mail? Was da alles drinsteht? Also, haben Sie ein neues E-Mail bekommen? Ich bekomme hier viele E-Mails. Also, die letzte E-Mail ist hier mit, dass der Betreff heiße Schnitten. Aber ich mag keine heißen Schnitten. No. Also, bitte lügen Sie mich nicht, okay? Mach ich ja nicht. Ich sag, was da gerade gekommen ist. Sie haben ja gefragt. Sie lügen? Nee. Bitte lügen Sie mich nicht. Nein, mach ich aber ja nicht. Sie haben die vierte Konto registriert. Ja, das mache ich aber nicht. Haben Sie getrunken? Haben Sie etwas getrunken?
Ich habe hier neben mir einen Kaffee stehen. Soll ich Ihnen auch einen Kaffee zubereiten? Kaffee, ja, ich denke, das Kaffee macht ein bisschen Kopf für Ihnen. Weil Sie sind ein bisschen, das ist sehr unlogisch. Unlogisch? Sie sollen ein bisschen logisch sein. Oder Sie haben keine Arbeit. Oder Sie sind arbeitslos. Ich kann das sehen, ja? Ja. Also sind Sie doch vom Arbeitsamt? Oder? Das interessiert Sie nicht. Nee. Und warum rufen Sie denn an? Das interessiert sich nicht, denn Sie interessiert mit Online-Handeln. Sie können das weitermachen. Ja. Wenn nicht, okay. Bitte stören Sie mich nicht mehr auf und bitte stören Sie nicht mit meinen anderen Kunden an. Seien Sie ein bisschen seriös. Ja, bin ich doch. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Ja, guten Tag. Ich grüße Sie bitte. Ich wollte mit Billy Lips reden. Bitte, werde ich das? Ist aber bereit. Ich grüße Sie bitte. Ich bin Natalie Reis. Melde mich von der Online. So, bitte? Danke. Spreche ich mit, ich wollte mit Lili Lips reden. Sie sind diese Person. Ja. Philipp, ich bin Natalie Reis. Melde mich von der Online-Handelsplattform. Gerade habe ich die Anmeldung bei uns gemacht, so auf unserer Werbungsseite. Ja. Wo ich Investing Bitcoin meine. Das ist korrekt, ja? Ja. So, Philipp, ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin und ich erkläre dann die weitere Schritte sehr gerne. Haben Sie schon Erfahrung in diese Richtung oder das ist neue Sache für Sie? Das ist ganz neu für mich. Okay, dann ich erkläre Ihnen, welche Dienstleistungen bekommen Sie von unserer Seite, ja? Ja. Was ist interessant für Sie? Herr Lips, wollen Sie Handelsfotos allein schaffen oder mit dem Roboter, mit dem Programm? Was ist denn da besser? Sie bitte? Was ist denn da besser? Wenn Sie keine Erfahrung haben, für Sie besser wird, wenn Sie mit dieser Software handeln. Ja, dann machen wir das so. Und was ist Ihre Vorstellung? Okay. Was ist Ihre Vorstellung? Wie viel wollen Sie bei uns investieren? Minimale Summe ist 250 Euro. Ja. Wie viel wollen Sie dann investieren? 250 Euro, oder? Ja. Hallo? Hallo? Ja, spreche ich mit, kann ich mit Lili Lieb sprechen? Ist am Apparat, Schätzchen. Okay, Sie haben angemeldet bei unserer Webseite, bei Bitcoin System. Ja, exakt. Genau. Und ich bin für Kontoaktivierung zuständig. Haben Sie Zeit, dass wir das Konto aktivieren können? Mhm. Okay. Online-Überweisung? Was ist damit? Wie wollen Sie Ihr Konto aktivieren? Mit Online-Überweisung, ja? Und dann will ich noch wissen, mit welchem Betrag? Nehmen wir mal, da weiß ich nicht. 270. Minimum ist das 250 ist Minimum. Ab 500 Euro haben Sie 25%, ab 1000 Euro haben Sie 50%, ab 2000 Euro 100%. Ich nehme 275. 250 ist das Minimum. Das 275. Okay, gut. Ein Moment, schicke und ein Moment. Sind Sie da neu? Hallo? Ja, hallo, hier ist Lili Lips. Ja. Ein Moment, ja. Ja. Bleiben Sie am Apparat. Ja. Sind Sie da neu? Hallo? Hallo? Bleiben Sie am Apparat, ja, ein Moment, ja. Ja, sind Sie da neu? Hallo? Hallo? Schätzchen? Schätzchen, wo bist du? Kuckuck. Hallo? Schätzchen? Ich hoffe, wenn du nicht mit mir sprichst, dann gehe ich wieder. Schätzchen? Hallo? Kuckuck. Lili Lips ist am Apparat. Schätzchen? Hallo? Hallo? Ja? Guten Tag. Guten Tag. Ich spreche mit Lips. Ja? Lili Lips, mein Name. Lips. Bitte? Lili Lips, mein Name. Ja, genau. Ja. Hallo?
Ja, hallo? Ja. Guten Tag, Herr Thomas. Richtig? Nee. Wie geht es Ihnen, Herr Thomas? Nee, falsch. Falsch verbunden? Gibt kein Herr Thomas. Wie heißen Sie, Herr? Das geht Sie nichts an, wenn Sie das nicht wissen. Also, vielleicht falsch verbunden, Entschuldigung. Hallo, guten Tag, Herr Lips. Herr Lips, also ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie sich ein bisschen für Onlinehandel interessieren. Herr Emilia Kaufmann. Wo haben Sie denn das gesehen? Bitte? Wo haben Sie denn das gesehen? Seien Sie so nett, wiederholen Sie bitte, ich verstehe Sie kaum. So, wo haben Sie denn das gesehen? Also Sie haben im Internet Ihre persönlichen Daten hinterlassen, also auf der Webseite, wo es um Ethereum-Code geht. Warum nicht? Herr Lips, es geht um Trading. Sie interessieren sich ein bisschen für zusätzliches Einkommen, ja? Sie haben Ihre persönlichen Daten hinterlassen. Ich habe diese nicht auf der Straße gefunden. Ich? Ne? Wo haben Sie die denn gefunden, die Sachen? Wie bitte? Mich, ne? Also, ich sehe mir derzeit noch von Interesse für Sie. Was denn? Verstehe Sie nicht. Ja, ich sehe auch nicht. Seien Sie bitte ernst und sagen Sie mir bitte, warum überhaupt? Was denn noch ernst? Warum überhaupt kam das Thema des zusätzlichen Einkommens für Sie in Frage? Weiß ich nicht. Wie bitte? Ich sag's, weiß ich nicht. Ach so, und was spricht dagegen? Was? Was spricht dagegen? Ja, weiß ich auch nicht. Okay, machen Sie bitte darüber noch Gedanken und glaube, das ist persönlich für Sie preiswert, ja? Sie können wirklich gut profitieren, ja? Okay. Ich bedanke mich für Ihre werte Zeit und freue mich von Ihnen zu hören. Schönen Tag noch heute. Wie wollen Sie dann von mir hören? Herr Feger? Ja. Emilia Hart ist mein Name. Ich rufe Sie von expressstate.com. Wie geht es Ihnen? Ja, entzückend. Wie? Entzückend. Hallo? Ja, klar. Ja, Hubschreiber. Ja, Hubschreiber hier. Es geht um den Handel. Sie haben die Daten eingegeben und deshalb habe ich Sie angerufen. Aha. Wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen mit Namen und Firma? Hallo? Guten Tag. Hallo, Herr Steiner. Ja. Helen Hofmann spricht hier. Mhm. Sie sind ja bei der Weltaccess online, richtig? Bei was? Weltaccess.co. Die Werbung über das Bitcoin haben Sie angeschaut. Ach so, ja. Hm. Genau. Und jetzt können Sie bei uns Handelskonto einrichten, ja, mit einem Mindesteinstiegskapital 250 Euro. Mhm. Haben Sie Lautsprecher an? Ja. Ja, ich höre meine Stimme, genau deswegen habe ich nachgefragt. Mhm. Welche Kreditkarte besitzen Sie, Herr Steiner? Wieso möchten Sie das wissen? Weil von der Webseite, wo Sie jetzt gerade online sind, können Sie mit Mastercard einzahlen. Falls Sie ein Mastercard haben, werden wir von der Webseite die Einzahlung tätigen. Falls Sie eine Visa-Karte haben, müssen Sie von meiner Seite eine E-Mail bekommen mit dem Zahlungslink. Genau deswegen habe ich nachgefragt. Wieso ist das so? Weil Visa-Server ist überlastet und von der Webseite kann man nur mit Master einzahlen. Überlastet? Mhm. Aha. Noch Fragen? Das ist seltsam. Ist seltsam, aber manchmal passiert, Herr Steiner, ja? Mhm. Haben Sie Erfahrung in dem Bereich eigentlich? Nee. Haben Sie keine, kein Problem. Wissen Sie, worum es geht, richtig? Wie meinen Sie das?
Es geht um Online-Handeln, es geht um ein automatisches Handelssystem, das meine ich. Ach so. Wissen Sie, ja? Ja, jetzt schon. Genau. Also wir unterstützen Sie und mit unserer Unterstützung können Sie ja tägliche Profite erzielen, ja? Das wäre manchmal, also 5% Minimum, manchmal mehr, manchmal weniger. Alles kommt davon ab, wie hoch der Preissteigerung sein wird. Aha, aber ich habe den Sinn Ihres Anrufs noch nicht ganz verstanden. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin, Herr Steiner, und ich werde Ihnen bei der Kontoaktivierung helfen. Ach so? Genau. Und wozu? Sagen Sie mir bitte, möchten Sie online handeln? Ja, deswegen habe ich mich ja angemeldet. Genau, dann braucht Ihr Konto zu aktivieren. Aha, und da brauche ich Sie dafür? Natürlich. Na so natürlich finde ich das nicht. Bei allen anderen Plattformen ruft ja auch keiner an. Sind Sie sicher? Ja. Von welcher Plattform haben Sie keinen Anruf bekommen? Ja, Binance zum Beispiel. Binance ist was ganz anderes, Herr Steiner, ja. Binance ist exakt das Gleiche. Genau, das weiß ich, was Binance ist, aber bei Binance können Sie mit dem Software nicht handeln. So. Genau, verstehen Sie? Und bei Binance bekommen Sie auch keine Unterstützung. Doch, wenn man das will, dann kann man da Unterstützung bekommen. Genau, und es gibt ja, es ist ja so, Sie zahlen dafür enormes Geld. Und warum sagen Sie immer erst Nein und dann sagen Sie doch genau ist richtig, was ich sage? Das verstehe ich nicht. Das ergibt ja gar keinen Sinn, was Sie da sagen. Oh Gott, Herr Steiner, möchten Sie Ihr Software aktivieren? Was denn für eine Software? MetaTrader 4. Ich habe schon den MetaTrader 5. Sehr gut. Dann viel Glück, ne? Tschüss. Betrüger. Ja. Hallo? Ja. Herr Lips. Lilly Lips hier. Herr Lips, hier. Ich kann Sie überhaupt nicht verstehen, die Musik im Hintergrund ist so laut. Also ich werde ein bisschen deutlicher sprechen. Rufen also, Sie aus einer Diskothek an? Mein Name ist Emilia Kaufmann. Doch, bei Ihnen im Hintergrund gibt es auch Lärm. Nö. Ich frage aber nicht das nach, ist Ihr Lärm. Wo Sie sind. Ja, das ist Ihr Lärm. Herr Lips, ja. Es geht um zusätzliches Einkommen. Mhm. Aus einer Diskothek, oder wie? Herr Lips, es geht um zusätzliches Einkommen. Verstehen Sie mich gut? Nee, da habe ich ja gerade schon geschildert, dass Sie aus einer Diskothek okay, aus anrufen und ich verstehe Sie nicht. Sie sind viel zu laut im Hintergrund und die Geräusche da aus dem Hintergrund, die sind so laut, dass man überhaupt nicht das Gespräch wahrnehmen kann. Und man hört die Leute da im Hintergrund schreien und jubeln, wie in so einer Diskothek. Wissen Sie, was Sie plaudern derzeit? Ja, ich weiß ganz genau, was ich sage, weil ich Sie rufen aus einer Diskothek an und es ist ganz schön laut so die ganze Zeit bei Ihnen. Ich kann da kaum was verstehen, wenn Sie was sagen. Niemand bei uns jubelt, ja? Was? Wie bitte? Das ist so laut bei Ihnen da im Hintergrund, ich kann überhaupt nicht verstehen, was Sie sagen. Hallo? Ist da noch jemand dran? Hallo? Oh, das ist ganz schön laut da bei Ihnen. Sie sagen ja überhaupt nichts mehr. Das ist ja nur noch Musik. Und da schreit einer im Hintergrund, als hätte die irgendwie Unterleibsschmerzen und würde gerade eine Kuh auspressen. Oh, Moment, Mama, mir ein Snickers ist runtergefallen. Ach, nicht weg. Wer ist alles? Heute ist der Tag, an dem mein Snickers verschwand. Wer ist alles? Was? Wie bitte? Wer ist alles? Hallo? Ich kann Sie so schlecht verstehen. Wäre es alles, was Sie mir sagen möchten? Ich kann Sie kaum hören. Das ist ja nur Diskothek da bei Ihnen. Schön, fett die Techno-Mucke. Darf ich fragen, sind Sie behindert? Was? Hören Sie schlecht oder was? Wie bitte? Machen Sie mal da Ihre Mucke ein bisschen leiser. Das ist ja wie im Zoo. Hallo, Lady, sind Sie noch dran? Das ist so laut da bei Ihnen im Hintergrund, man kann gar nichts hören. Ach so, sind Sie behindert? Hallo? Oder was? Wie bitte? Ich höre nichts. Da freut mich sehr. Warum ist es aber so laut bei Ihnen? Hallo? Wem spreche ich denn da bitte? War schon wieder die Lady mit der Diskothek. Hallo? Hallo? Hören Sie mich jetzt? Ach, ganz schwer. Das ist so laut da bei Ihnen. Und jetzt? Ja, bietet der Beat und bietst und bumst es die ganze Zeit, aber man hört nichts. Okay.
Hallo? Alte Lady. Tag. Hallo? Sehr herzlich. Guten Tag. Ja. Mein Name ist Nina Breite und ich rufe Sie in Bezug auf Ihre Anmeldung an. Das ist aber nicht. Sie haben Interesse an Online-Trading gezeigt, stimmt das? Nee. Bitte? Nein. Sie haben sich nur vor kurzem angemeldet. Oh, Finanzmarkt. Online-Trading-Handel mit verschiedenen Aktien. Ja, wo denn? Bitte? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Sie haben unsere Werbung gelesen und bei CFD Trader angemeldet. So, ja. Okay, kann sein. Ja? Ja. Bitte? Ich höre Sie leider nicht. Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Das könnte in der Tat möglich gewesen sein. Aber Sie sind Robert Hässlich, stimmt? Natürlich, Herr Hässlich am Apparat. Ja, aber das ist Ihre Telefonnummer. Sie haben sich angemeldet und Sie wollten ein bisschen Informationen darüber erhalten, stimmt? Nee. Ja, okay, das ist kein Problem. Wahrscheinlich wird das für Sie interessant sein. Ich erkläre Ihnen ein bisschen, wie das alles bei uns funktioniert. Sie haben schon Handelskonto. Und am Finanzmarkt Kraft zu haben, sollen Sie diese Mindestsumme auf Ihr Handelskonto haben. Sie haben gelesen, dass diese Summe 250 beträgt. Das bedeutet, mit dieser Summe haben Sie schon Kraft am Finanzmarkt. Was wird weiter überhaupt gehen, auf welche Weise, wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Dann bekommen Sie von uns den Fachmann, der Ihnen hilft, diese Strategie persönlich auszubauen und verstehen, welche Position ist am besten zu öffnen oder zu schließen und zu welchem Zeitpunkt. Ja, davon können Sie verdienen und profitieren. Sagen Sie bitte, auf welche Weise ist es bequemer für Sie, diese Handelskonto zu aktivieren? Mit Kreditkarte oder mit Überweisung? Bargeld. Bargeld? Sie haben nur Bargeld? Sie haben kein Bankkonto? Nee. Nee? Nee. Und arbeiten Sie? Ja. Ja, dann wie konnten Sie also arbeiten und kein Bankkonto haben? Indem ich kein Konto habe, ich bekomme mein Bargeld bar. Okay. Und so auf welche Weise bezahlen Sie also zum Beispiel für Elektrizität, Wasser und so weiter? Bargeld. Auf welche Weise? Bargeld. Ah, oh, Herr Hessig, wir können weiter mit Ihnen nicht alleine arbeiten, wenn Sie kein Bankkonto haben. Warum? Sie können in Bank solche, also gehen und dieses Bankkonto erstellen. Dann werde ich Ihnen zum Beispiel in einer Woche eine Nachricht schicken und Sie können sich bei mir melden, wenn Sie dieses Bankkonto haben werden. Sie können dieses Bargeld auf Ihr Bankkonto legen und dann können Sie diese Einzahlung tätigen. Hm. Abgemacht? Was? Ja? Was denn? Was denn? Dann können Sie Handelskonto aktivieren und am Finanzmarkt einsteigen. Aber kann ich das Geld nicht einfach von irgendeinem anderen Konto nehmen? Bitte? Aber kann ich denn das Geld nicht von irgendeinem anderen Konto nehmen? Sie haben kein Konto. Ja, wie können Sie das auf Ihr Handelskonto legen? Mit Bargeld. Sie sollen Ihr Bankkonto haben. Wir können es so einfach machen. Gehen Sie also dann morgen, Sie können in die Bank gehen und das Bankkonto erstellen. Nee. Dann ab morgen rufe ich, Sie wollen das nicht? Na, ich will kein Bankkonto. Bitte, nochmals? Na, ich will kein Bankkonto. Sie wollen kein Bankkonto? Okay, dann werden wir weiter auf solche Weise nicht arbeiten. Wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir nicht. Und ich wünsche Ihnen. Ja, dir nicht. Ja, gut. Alles Gute dann. Tschüss. Ja, dir nicht. Ja? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Da spreche ich mit Herrn Hans Bratwurst, ja? Hans Bratwurst hier, ja? Ja. Ja. Herr Bratwurst, mein Name ist Neubeldmann. Und ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung. Sie haben gerade auf Krypto-Webseite Alive Offers Invest eine Anmeldung gemacht, richtig? Möglich, möglich, möglich. So. Herr Bratwurst, ich bin bitte Ihre persönliche Ansprechpartner, bitte. Und ich werde Ihnen weiterhelfen und alles erklären, ja? Na dann mal los. Okay, Herr Bratwurst, haben Sie schon bis jetzt Fragen, bitte? Nee. Okay. Dann ich werde gerade kurz erklären, ja, und dann machen wir weiter. Wer anderen eine Bratwurst brät, besitzt ein Bratwurstbratgerät. Wie bitte?
Wer anderen eine Bratwurst brät, besitzt ein Bratwurstbratgerät. Ja. So. Herr Bratwurst, ich interessiere mich bitte, ob Sie schon Erfahrung in diesem Bereich haben. Wie bitte? Haben Sie Erfahrung bitte in diesem Bereich oder ist das alles ganz Neues für Sie? Nee. Keine Erfahrung, ja? Ja. So, kein Problem. Herr Bratwurst, Sie werden bitte von unserer Seite, weil Sie ohne Erfahrung sind, eine Dienstleistung bekommen. Das heißt Service von Kontomanager, bitte. Das bedeutet, Sie werden Ihre persönliche Messfeld haben. Die oder der wird immer bei Ihnen sein, bitte dabei helfen, alle wichtigen Tipps und Kenntnisse geben, was Sie auf dem Finanzmarkt brauchen. Zum Beispiel, in welche Kryptos Sie investieren sollen, welche hat derzeit Preispotenzial, ha? Ja. Und mit richtiger Prognose, bitte, mit Hilfe von unseren Experten, werden Sie Möglichkeit haben, monatlich 40-60% von Ihrer investierten Summe als Gewinne zu haben. Hallo? Ja, hören Sie mich, ja? Jetzt höre ich Sie wieder, ja? Sie waren kurz weg. Bitte? Ich höre Sie jetzt wieder. Sie waren kurz weg. Ach so, okay. So, Herr Bratwurst, ich wollte erklären, bitte, welche Möglichkeiten Sie haben und wie Sie weiterarbeiten werden, ja? Sie bekommen bitte professionelle Hilfe von unserer Seite, von unseren finanziellen Experten, bitte. Sie werden Ihre persönliche Kontomanager haben. Das heißt, wir haben eine Abteilung entwickelt, wo die Fachleute arbeiten, finanzielle Experten bitte. Von diesen Menschen, Herr Bratwurst, bekommen Sie bitte alles erklärt, alle wichtigen Tipps und Kenntnisse, was Sie dafür brauchen. Und werden Sie Möglichkeit haben, bitte monatlich 40-60% als Gewinn, als Profit auf Ihren Balance zu bekommen von Ihrer investierten Summe, ja? Ja, danke. So. Herr Bratwurst, ich weiß nicht bitte, ob Sie das schon wissen. Mindestens Einstiegskapital ist 250 Euro. Sie können natürlich mehr auch einzahlen, wenn Sie wollen, aber die Möglichkeit, damit Sie einfach Möglichkeit bekommen, das alles auszuprobieren und mit unseren Experten weiterzuarbeiten, mindestens können Sie bitte 250 investieren und damit werden Sie monatlich 150-170 Euro bekommen. Danke. So, Herr Bratwurst, machen Sie bitte das alles mit dem Handy oder mit dem Computer? Was ist da der genaue Unterschied? Unterschied ist eigentlich keine, einfach, ich möchte wissen bitte, mit welchem Gerät machen Sie das, damit ich Ihnen helfen kann, ja? Ach so, na, aber wenn es da keinen Unterschied gibt, wozu müssen Sie denn diese Information haben? Wissen Sie warum, bitte? Wir sollen einfach eine Applikation benutzen und außerdem Kontoerstellung eigentlich funktioniert ein bisschen unterschiedlich. Gibt es einfach nicht so. Also Sie wären jetzt weg, ich kann Sie nicht mehr hören. Warum sprechen Sie nicht mehr mit mir? Mögen Sie mich etwa nicht? Wo bleiben denn jetzt die Informationen, die Sie mir mit auf den Weg geben wollten, auf meine Reise? Junge Frau, ich kann Sie leider nicht mehr hören. Ich würde dann jetzt einfach die Leitung laufen lassen in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Zeit verplempern. Das war's leider schon vom Hörspiel. Die Kakerlakenparty ist nun zu Ende. Wenn du magst, findest du jetzt hier allerdings noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, wo du dich auch gerne noch umschauen kannst. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.